Ja? So. Mit Messerrücken nochmal da reinpacken, dass das richtig kompakt wird. Und dann geht's los. Ja? So. Viel Spaß dabei. Berberitzen, Buchweizen, gewürzter Pfeffer, Chilischoten, Steakpfeffer, Mandelblätter. Das, was ganz toll ist, das ist Rohrzucker. Komplett unbehandelter Zucker, den nennt man auch Muscovado-Zucker. Okay. Dennis, deine Hand hier. Ich hab deine Hand da. Ja, das ist deine Hand. Ich komme aus der Liga. Was denn? Das ist Quinoa. Und? Wie schmeckt's? Normal. Dann haben wir gesagt, wir wollen da ein bisschen Zitronensaft drin haben. Damit man die Kerne nicht mit reinschmeißt und anschließend wieder raussuchen muss, drückt man Zitronen grundsätzlich mit Sieb durch. Bitte sehr. Vorschere und? Es gibt so leckere Sachen. Was wolltest du heute hier lernen? Hast du überlegt? Ah, ja, ich wollte Koch lernen. Wie man mit Messer umgeht. Wo das hier Paprika kommt aus. Oder Mango kommt aus Brasilien. Haben wir wieder gelernt, was Neues. Kostet zu Hause auch? Ja. Was kostet denn dann so, wenn du kochst? Ja, Pizza im Ofen. Wenn man bei einer Ananas hier oben die Blätter rausziehen kann, mit leichtem Druck, dann ist sie reif. Wenn man die Herzblätter nicht rausziehen kann, ist sie unreif. Und wenn man sie rausziehen kann, ohne dass es Druck ergibt, dann ist sie noch. Dann ist sie überreif. Eierplatte. Oh, Sterne! Ja, schön. Das war der erste Stern. Schmeckt gut. Okay. Erfrischend. Das war sehr gut. Hat man das gemacht? Okay. So. Das sollte so als Portion eigentlich genügen. Jetzt gehen wir hin, packen das zusammen. So. Und jetzt funktioniert das so, dass man das hier zusammenschlägt. Zusammenschlägt auf der anderen Seite. Dafür ist es immer gut, wenn das obere Stück kürzer ist als das untere. Ja. Jetzt brauchen wir die Zahnstocher. Ja. Dann wird das wie so eine Frühlingsrolle aus Bananenblatt oder wie auch immer. Wenn du das jetzt hier so zusammenlegst. Und das sammeln wir jetzt so auf Blechen. Und diese Bleche wandern dann gleich in den Ofen. Also dann, wir fangen erstmal an mit der grundlegenden Sache. Das Tischset sollte am Tisch angelehnt und dann etwa 1 cm weggeschoben werden. Die Serviette, man halbiert sie, dann geht man hin und schlägt die Ecken so zusammen, man kann das Ganze aufstellen und geht in die Zwischenräume rein und bauscht das Ganze ein bisschen auf. Und das ist dann so die einfachste Form. Gabel links, Messer rechts. Kann man sich rechts neben ihn stellen, seitlich und deckt dann von der Seite aus an. Besser als am Rand. Dass man Fett abdrückt von den Fingern drauf hat. Und es so eindeckt. Dann hat man das komplett gemacht, ohne einmal mit den Fingern noch auf das Glas zu machen. Das Projekt war ja nicht nur auf den heutigen Tag, sondern das lief über ein halbes Jahr. Und das war halt mit Gästen und einem großen Rahmen, mit Aufmerksamkeit von außen, ja, dieses Projekt abschließen. Es fing
langsam an, aber je mehr die halt im Allgemeinen, die haben ja auch mal im Unterricht so einen Theorieteil vorgeschaltet, wo sie sich mit den Hintergrundfragen beschäftigt haben, da hat man schon gemerkt, dass die Brücke da ist, also dass die Produkte aus dem Leben bald dann auch im Kontext des ganzen Projekts gesehen wurden, die man benutzt beim Kochen und dass man die schützt und auch gerade der Zusammenhang Massentierhaltung wurde sehr intensiv verarbeitet, da war dann auch zum Beispiel beim vegetarischen Kochen, als das Thema war, wurde wirklich sich intensiv damit beschäftigt. Ich weiß noch, dass ich Schüler dann gefragt habe, ob sie nicht einen kleinen Text zur vegetarischen Ernährung schreiben wollen. Ja, machen wir und haben dann von selber auch 8 Gründe gefunden, warum es gut ist, vegetarisch zu essen. Also da war erstmal so ein bisschen eine Anti-Haltung, wäre zu viel gesagt, aber eine normale Reserviertheit der Schüler. Ja, was soll das alles und so. Aber das hat es auf jeden Fall mit der Zeit verfangen. Aber durch den Besuch hier im Kochstudio wird das Ganze intensiviert. Das hat man gemerkt, dass dieser Input von dem Pascha, der hier die angeleitet hat, die so ein bisschen beflügelt hat. Habt ihr über das Thema Regenwald selber was gelernt oder über die Produkte? Achso, ja, wir haben eine Menge über Produkte gelernt. Also dass das Fleisch, das von den Biobauern, sehr interessant war, weil dann die Tiere mehr gelebt haben und das besser war und das nicht so ist, weil die Tiere haben freien Auslauf, das ist das Erste, und ja, haben besseres Futter. Hast du denn bei deiner Familie durchgesetzt, dass nur noch Ja, habe ich. Meine Mutter hat gesagt, ja, können wir machen. Meine Mutter hat das jetzt ernst genommen, ja, und jetzt kaufen wir nur noch viel. Es war sehr, sehr vielfältig, dann waren wir ja zwischendurch auch mal hier. Also das war halt das Schöne, dass es so verschiedene Aspekte hatte. Und was für mich wichtig und interessant war, ich dachte, ja, dann lernen die Schüler mal was Schönes. Aber ich muss sagen, ich selber habe auch ganz viel gelernt. Und wie haben die Schüler das Thema Regenwald aufgefasst? Es hat so ein bisschen Zeit gebraucht, aber mit jedem Mal haben die sich da besser reingefunden. Also ich finde, ganz ehrlich, mit Schülern und Kindern zu reden, ist für mich viel interessanter, weil die natürlich viel offener mit dem ganzen Thema Urwald umgehen und die Fragen finde ich auch viel interessanter. Wie war es denn für die Erwachsenen, die hier nach Deutschland kamen? War das wieder ungewohnt? Ja, also es war natürlich am Anfang schon sehr spannend. Wir haben uns immer früher vorgestellt, dass die Straßen aus Schokolade gemacht sind und dass sich alle Menschen lieben und dass wir die glücklichsten Menschen der Welt sind. Weil wir haben uns gedacht, wie kann man alles haben, was nicht glücklich ist. Meine Erwartung ist immer sehr positiv, weil meine Erfahrung war immer bei Schulen immer sehr positiv. Und in dem Sinne, was für mich einfach wichtig ist, ist den Schülern einen Einblick zu geben in einer anderen Welt. Weil ich glaube, dass viele Konflikte durch Missverständnisse passieren. Zum Beispiel Ei. Ei wird A-I geschrieben. Und es gibt in der Freisprache 5 Töne. Und wenn man jetzt das Wort Ei nimmt, man hat Ei, 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 Ei. Und das bedeutet Zunge, Ohr, Ich, Knie und Knöchel. Und wenn man den Schülern irgendwie die Möglichkeit gibt, eine andere Welt zu sehen, zu verstehen und zu wissen, es gibt andere Welten, die anders denken, die anders funktionieren, dann hat man ein viel besseres Verständnis für Menschen, die anders sind. Was meinst du, wie passen Regenwald und Kochen zusammen? Also Regenwald und Kochen, für mich passt absolut zusammen, weil die... Und durch Kochen kann man die Wichtigkeit von Pflanzen viel besser rüberbringen, als wenn man nur etwas erzählt oder theoretisch sagt. Weil indem man kocht, fässt man das ja an. Man erlebt es ja, man fässt es an, man schneidet, man isst es. Und ich finde, dass diese Verbindung, die man dann natürlich entwickelt, ist viel stärker, als wenn man jetzt irgendeinen Film sieht oder nur davon erzählen wird. Und man ist ja interaktiver. Der Grund, warum ich solche Projekte unterstütze, ist, weil ich wirklich glaube, dass wir die nächste Generation den Kindern beibringen müssen, dass sie nicht dieselben Fehler machen, wie wir gemacht haben. Weil wenn wir nicht anfangen, jetzt was zu machen, und zwar richtig dramatisch was zu ändern in unserem Leben, in unserem Denken, wird es irgendwann mal kein Urwald mehr geben. Und wenn es kein Urwald mehr gibt oder Regenwald, gibt es auch keine Menschen. Also ich war in Papua-Neuguinea und war mit heute unterwegs. Und ich kam irgendwann mal zum Hügel und schaute über
die Landschaft, die alles abgeholzt worden ist. Und dazu muss ich sagen, das Wertvollste, was es im Neuguinea-Waldstämmen gibt, sind Wildschweine. So mehr Wildschweine man hat, so reicher ist man. Also Wildschwein hat für uns, für die dasselbe Bedeutung wie Geld hier. Und dieser Häuptling schaute über diese Landschaft und ohne mich anzusehen und sagte, weißt du Schwester, weil ich nämlich Schwester, weißt du Schwester, sagte, wenn eines meiner Wildschweine seinen Lebensraum zerstören will ich ihn erschießen mit der Begründung, er ist verrückt geworden. Und er hat mich zweimal gesagt. Und ich habe mich in dem Moment so dermaßen geschämt. Und das hat für mich sozusagen, das war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, ich muss was machen, ich muss was machen. Sandra? Also ich hoffe, ihr habt Spaß, das zu lesen und ich hoffe, dass dieses Projekt euch Spaß gemacht hat und dass ihr weiter, auch wenn ihr älter seid und erwachsen seid, weiter euch für den Regenwald einsetzt. Das ist auf jeden Fall mein großer Wunsch und dass ihr dadurch natürlich nicht die ganzen Fehler macht, die wir, also die ältere Generation gemacht hat, sondern auch viel mehr bewusster lebt und auch euch bewusster seid, dass ohne den Regenwald wir als Spezies nicht überleben werden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wer weiß, vielleicht sehe ich euch immer wieder. Ich höre von euch und bin auf dem Konzert. Dankeschön. Rundum zufrieden und froh, dass dieses tolle Projekt einen so schönen Abschluss gefunden hat. Also ich fand, die Schüler waren sehr präsent, haben von Anfang an angepackt, haben ihren Job gut gemacht, ganz entspannt und sicher. Wir wurden gut durch den Tag geleitet und ganze Atmosphäre und die Stimmung und die Ansprachen und das, was so an Präsenten da war, hat mir alles super gefallen. Also bei unserem ersten Termin vor 3 Monaten war es so gewesen, dass der eine oder der andere noch sehr zaghaft war. Und heute war es wirklich so, dass diejenigen, die letztes Mal schon Ansporn hatten, diesmal sehr, sehr hoch motiviert waren und die anderen, die noch zaghaft waren am Anfang, doch wirklich gut mitgebracht haben. Ja. Ich glaube, das hat allen gut gefallen und ich glaube, besser als sie es erwartet haben. Also ich glaube, auch die Atmosphäre und wie das alles aufbereitet war, da ist viel angekommen. Man hat auch zwischendurch immer wieder gehört, wie sie sich darüber unterhalten haben, dass sich ihr Essverhalten auch verändert hat und dass sie nicht mehr so gerne zu McDonald's gehen möchten. Ja. Das auf jeden Fall. Also ich glaube, das haben sie jetzt noch lange hier oben drin. Sie sind im gleichen Maße, wie sie sich Wissen angeeignet haben, sind sie auch persönlich mitgereift. Das war doch zu sehen gewesen. Es waren andere Jugendliche als Verbrennungen. Ja, ich würde das jedem Lehrer, Lehrerin, Schule empfehlen, sich dran zu machen. Weil erstens ist es mal was anderes für die Jugendlichen. Die kriegen eine viel weitere Sichtweise der Welt. Die interessieren sich auch dafür. Es ist etwas, was jeder machen kann. Es ist nicht etwas, wo man besondere Begabung braucht oder wo man jetzt irgendwie viel auswendig lernen kann. Es ist etwas, was Praktisches ist. Und es ist etwas, was die interessiert. Natur, Tiere, es interessiert jede Jugendliche, jedes Kind interessiert das. Und das merkt man auch. Am Anfang ist es so ein bisschen langsam, weil es ist ja was komplett Neues. Und man merkt, je mehr man sich in diesen Projekt steigert, je mehr man reinkommt, desto größer wird die Interesse der Jugendliche. Und es ist natürlich wichtig für die Zukunft.